Schweiz gegen Deutschland, Legenden gegen Legenden. Das besondere Spiel hat am Donnerstag in Winterthur stattgefunden. In der ersten Halbzeit ist aus Schweizer Sicht super gelaufen. Immer noch, schon ist er wieder schön vorne, ist etwas an. Und es mag ich Strauss, 0:3 gegen die Schweiz in der Pause. Was sagen Sie dazu? Das ist sehr enttäuschend. Sind die Schweizer einfach lauffreudig und besser? Also wenn Sie das schon sagen, dann wird da was dran sein. David Cesar, 2 Goal gegen Deutschland, ist das ein Bubentraum? Ich glaube, wir haben gut gespielt. Es macht Spass, Fußball spielen. Mein Hobby, meine Leidenschaft. Und ich glaube, man sieht es auch, oder? Wir sind voll Engagement dabei, alle zusammen. 3:0 zur Pause gegen Deutschland, unglaublich. Das ist mir jetzt auch noch nie passiert. Gut, wir haben sie jetzt schon dieses Jahr in Arosa haben wir sie schon mal geschlagen gehabt, auf dem Kunstrasen. Und jetzt wieder, also, wobei ich glaube, sie sind im Schnitt sind sie schon ein bisschen älter als wir. Ja, wir haben es clever gespielt. Der Gress hat uns taktisch hervorragend eingestellt. Wir haben das gut gemacht bis jetzt. Und auch in der zweiten Hälfte bleibt es beim 3:0. Habt ihr mit so einer Klatsche gerechnet? Ja, wir waren schon gewarnt. Wir wussten schon, dass die Schweizer eine starke Mannschaft haben. Aber wir haben uns natürlich auch mehr zugetraut. Aber wir haben gleich schon nach Schlusspfiff gesagt, also wir hätten wahrscheinlich noch doppelt so lange spielen können. Ein Tor hätten wir nicht geschossen heute. 3:0 eine Klatsche. Hast du damit gerechnet? Nee, so auch nicht, weil Chance haben wir genug. Aber leider habe ich kein Tor gemacht. Aber erste Halbzeit waren wir nicht so gut. Eventuell schon mit grauen Haaren, die ehemaligen Schweizer Stars haben heute bewiesen, wie fit sie noch sind.